Wir Menschen werden immer wieder mit Problemen konfrontiert, die viele von uns nicht alleine bewältigen können. Susanne Brückner, Heilpraktikerin für Psychotherapie, hat sich auf die lösungsfokussierte Kurztherapie von Steve DeShazer spezialisiert, die er als eine der weltweit führenden Methoden der Kurzzeittherapien konkrete Hilfestellung für unterschiedlichste Probleme bietet. Hierbei geht es nicht um die Ursachenforschung des Problems, sondern um das Lösungenfinden. Wem kann hier geholfen werden? Zu mir kommen Manager, genauso wie Studenten, Auszubildende oder Paare. Allen gemeinsam ist, dass sie ein Problem haben, das sie sehr belastet, mit dem sie alleine nicht fertig werden. Das können die unterschiedlichsten Themen sein, aus dem privaten oder beruflichen Bereich. Clara P. hat heute ihren ersten Termin bei Susanne Brückner. Bei der lösungsfokussierten Therapie ist der Berater der Experte für die Gesprächsführung, während die Klientin als Expertin für die inhaltliche Entwicklung von Lösungen angesehen wird. Beide stehen auf einer Ebene. Wenn unser Gespräch hier heute etwas für Sie gebracht hat, in Bezug auf das Verhältnis mit Ihrem Mitarbeiter, woran würden Sie das in nächster Zeit feststellen? Was wäre dann besser? Ja, der wäre wieder anders. Das heißt, der würde mich wieder mehr respektieren und würde meinen Anweisungen auch folgen. Er würde Sie wieder mehr respektieren. Mhm. Was denken Sie, was Sie dann anders gemacht haben, wenn er Sie wieder mehr respektiert? Vielleicht wäre ich dann wieder selbstbewusster und ausgeglichener. Selbstbewusster? Sie sagten gerade wieder selbstbewusster. Gab es denn schon mal Zeiten, wo Sie so waren? Ja, da gab auf jeden Fall. Es gab schon mal Zeiten. Vor ein paar Monaten war ich viel, viel selbstbewusster. Während die Klientin ihr Problem schildert und die Richtung beschreibt, in die sie gehen will, ist es für den Therapeuten wichtig, Schlüsselworte zu finden, um die Klientin in ihrer eigenen Sprache mit ihren eigenen Worten auf ihren Lösungsweg zu führen. Für ein erfolgreiches Lösungenfinden ist neben Vertrauen, die Neugier auf die Einzigartigkeit des Menschen sowie eine wertschätzende und respektvolle Grundhaltung des Beraters eine wichtige Voraussetzung. In sehr kleinen Schritten tastet sich der Therapeut voran. Kernstück der Therapie ist die sogenannte Wunderfrage, ein vorweggenommener Lösungszustand, bei dem es darum geht, was anders sein wird im Leben der Klientin, wenn das Problem gelöst ist. Diese Beschreibungen dienen dazu, eigene machbare und tragfähige Lösungen zu konstruieren. Auch optisch können die Unterschiede wahrgenommen werden, die Klientin wirkt gleich viel entspannter. Anschließend stellt der Therapeut immer wieder die wichtige Skalenfrage, um den Fortschritt auf Seiten des Klienten bewusst zu machen. Ich habe hier eine Skala von 0 bis 10, wobei 10 so dafür steht, das Problem ist gelöst. Okay. Und 0 so für den Zeitpunkt steht, wo so gar nichts funktioniert hat. Mhm. Wo meinen Sie, dass Sie heute, jetzt hier gerade auf dieser Skala stehen? Was würden Sie sagen? Ich glaube so bei 3. Ah, bei 3? Mhm. Warum bei 3 und nicht bei 2? Was ist bei 3 anders, besser? Ja, ich habe jetzt irgendwie durch das Gespräch so eine Hoffnung wieder entdeckt, dass ich da auch wieder hinkommen kann auf dieses Selbstbewusstsein und so. Sie sagten gerade, dass Sie da wieder hinkommen können. Gab es denn schon mal Zeiten, wo Sie sich auf dieser Skala höher eingestuft hätten? Ja, ja, vor einiger Zeit sicherlich, ja. Mhm. Okay. Das habe ich, also da war ich schon mal besser. Mhm. Okay, wo hätten Sie sich da eingestuft? Also bei 6, glaube ich. Da wäre ich bei 6 gewesen. Das ist ja sehr hoch.
Zum Schluss jeder Sitzung bekommt der Klient eine Hausaufgabe mit, zum Beispiel eine Beobachtungsaufgabe. Er soll vor allem sich selbst beobachten, aber auch die Reaktionen der anderen registrieren, denn jeder noch so kleine Schritt in Richtung Lösung zieht Veränderungen nach sich. Die lösungsfokussierte Kurztherapie geht davon aus, dass der Klient bereits alle notwendigen Ressourcen in sich trägt, die er zum Lösen des Problems benötigt. Er ist sozusagen der Experte für seine Lösung. Meine Aufgabe ist es, nicht die Entstehung oder die Ursache des Problems zu analysieren, sondern vielmehr den Klienten bei dieser Lösungssuche zu unterstützen. Durch diese gezielte Gesprächsführung gelingt es dem Klienten, für sich und auch in seinem Tempo tragbare und machbare Lösungen zu konstruieren, auszuprobieren und mehr in sein Leben zu integrieren. Wie viele Sitzungen stattfinden, bestimmt der Klient selbst und ist individuell verschieden. Die Kosten dafür übernimmt er selbst. Pro Sitzung werden je nach Region 50 bis 90 Euro erhoben. Eine lohnende Investition in ein erfüllteres und zufriedeneres Leben.